Hallihallo, willkommen zu einer mehrteiligen Serie Wandern auf Mallorca. Ja, jetzt war ein kleines Geheimprojekt gewesen, mal 7 Tage auf Mallorca zu fahren, abseits vom Ballermann und Co. und einfach mal die Insel zu erkunden. Und jetzt steht die erste Tour an, hinten um diesen Berg will ich erstmal drum herum. Das ist die erste Tour, die ich heute machen will, und schön, dass ihr dabei seid. Ja, da ist wieder. Genau, gestern Abend bin ich hier auf Mallorca gelandet und habe mir heute früh gleich einen kleinen Mietwagen geholt, damit man einfach flexibel bleibt. Ja, von dem bin ich gleich losgefahren. Ich habe meine Unterkunft in Polenza, Porta di Polenza. Ach, ich sag bestimmt ein paar Mal falsch. Und ja, bin jetzt praktisch in den Norden gefahren, also im nördlichsten Zipfel von Mallorca. Und erstmal diese Tour zu machen und dann später, wenn ich zurück bin, weiter in Richtung, da ist ein Leuchtturm hinten, da wieder zu machen. Ich muss natürlich im Vorfeld ein bisschen was erzählen. Ja, ich weiß, ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr Landschaft zeige und erstmal nicht erzähle. Aber das lässt sich am Anfang nicht vermeiden. Ja, wie habe ich mich vorbereitet? Klassischerweise habe ich die ganzen Touren bei Komoot rausgesucht. Habe mir angeschaut, Empfehlung zum Hotel, wie sieht es vor Ort aus? Ist es landschaftlich interessant? Ja, und wie gesagt, Mietwagen habe ich mir auch geschnappt, habe ich da hingestellt. Da lag ein Schild auf dem Boden, dass man nur halten darf. Ich hoffe, es war für die Straße gemeint und nicht für die kleine Parkbuchte, da wo ich gehalten habe. Aber gut, ja, man kann merken, wenn ich zurück bin. Und ja, was habe ich dabei übrigens? Ich habe mir überlegt, tja, was nimmst du bei Ausrüstung mit? Das habe ich aber entschieden, ich werde bis auf die Schuhe relativ einfaches Zeug mitnehmen. Das heißt also, ich habe die Trailrunning-Schuhe, die XA3 Pro 3D, so rum. Und ansonsten, hier vorne sieht man es vielleicht von Tasmanian Tiger, genau, die Fronttasche, da wo ich die Kamera drin habe, und ich habe einen relativ einfachen Rucksack. Also ich habe jetzt keinen Tourenrucksack oder sowas. Ich musste aufs Gewicht achten fürs Flugzeug. Genau. Ja, mal gucken mal. Oh, das seht ihr. Und ich bin das erste Mal auf Mallorca. Und war schon ein bisschen her extrem begeistert, wie das hier aussieht. Also ist traumhaft. Wirklich. Landschaftlich schön. Gucken mal, was sonst noch kommt. Ja. Ja, was schon mal eine Erkenntnis ist, diese Wege kann man nicht vergleichen mit welchen im Mittelgebirge oder in den Alpen. Das heißt, die sind jetzt nicht wirklich markiert. Manchmal sieht man ein kleines Steinhaufen da, aber ansonsten orientiert man sich wirklich hier anhand, was niedergetrampelt ist. Wo ich jetzt auf dem Weg, wo ich jetzt unterwegs bin, das ist eher so einer, wo man sagen, das kann man schon so im Alpenbereich so über der Baumgrenze vorstellen, sehr viel mit Stein durchsetzt. Man kommt relativ langsam voran, aber es ist natürlich aufgrund Wies, wo geht's denn weiter, von der gesamten Umgebung vollkommen anders
als wie ich es bis jetzt kenne. Und deswegen macht es das so interessant. Hier haben wir so einen Steinhaufen. Genau. Jetzt vorne sehe ich das Meer wieder. Herrlich. Das gefällt mir bis jetzt. Vor allem Ruhe, keine Touristen. Total klasse. Ja, da habe ich mir eine tolle Einstiegsroute ausgesucht. Also das ist wirklich Alpen-like, wirklich. Hier bist du mehr am Kraxeln, wie ich auf dem E5 gekraxelt bin. Oh, genau. Erst war ich gerade hier unten gewesen, an so einer wunderschönen kleinen Bucht. Da angerten auch ein paar Boote. Und jetzt geht das hier hoch. Und ich weiß nicht, wo lang. Guck mal an hier. Ja, gehen wir da lang. Und gehen wir da lang. Naja, das Resultat wird das gleiche sein. Ja, Fritz Meinecke würde sagen, trink's lieber nicht. Trink's lieber nicht. Im Übrigen komme ich mir wirklich so vor. Unerforschtes Gelände. Aber ist geil. Das ist wirklich geil. Fritz Meinecke sagt letztes Mal, wo er mitten im Dschungel war, hier fühlt er sich frei. Und das ist einfach geil. Du hast ja eine Ruhe, Natur pur, absolut stark, absolut toll und nicht so viele Touristen, total geil. So, also ich habe gerade mal 2 Kilometer weg, 45 Minuten und ich laufe derzeit so ein ausgetrocknetes Bachbett hoch. Da sind wieder die Steine. Ich hoffe, das ist ein Wegweiser und hat das Kind, die als Jux hingelegt hat. Ja. Wir müssen wirklich jeden Schritt aufpassen. Ja, ein doofer Schritt. Das war's. Jetzt habe ich schon gerade wieder den ersten Fehler gemerkt. Heute Morgen habe ich im Hotel nicht gesagt, wo ich lang gehen möchte. Das ist doof. Das ist. Sollte man oder sollte ich auf jeden Fall morgen ändern. Nur, dass sie eine gewisse Ahnung haben, wo ich bin. Ah, schön. Jo. Also, für eine als Einstiegstour ist das ganz schön anstrengend. Boah, wirklich, ganz schön außer Puste. Weil im Grunde genommen, es ist ja kein vernünftiger Weg hier. Das sind nur Steine. Ja. Hoch runter, das ist wirklich. Oh. Laufen wir auf dem Geröllfeld. Wahnsinn. Und jetzt geht's vom Temperatur noch. Wir haben jetzt Mai. Wenn das ein bisschen wärmer wird, kann sie drin nicht laufen. Fühl ich noch drinnen? Ja. Keine Chance. Die ganzen Felsen werden hier für die ganzen Alpentouristen mit ihren Badelatschen ganz gut hier. Wird schnell Knochen brechen. Wahnsinn. Oh. Mann, ja. Wie es nach oben geht doch. Ich denke mal, hier oben geht's rum. Und da will ich eigentlich nur mal die Drohne steigen lassen, wenn man es hier darf. Muss ich mal nachschauen. Zwischen den Felsen ist es mir zu heikel. Da befürchte ich, dass ich keinen GPS-Empfang habe. Jo. Ich glaube, ich bin raus aus dieser Schlucht. Und bin jetzt. Ja, so serpentinförmig bin ich auf deutschem Weg unterwegs. Hier drüben sieht man es noch ein bisschen. Die gehen so hoch. Wahrscheinlich eher mehr für Tiere, Ziegen, Nutztiere. So, und jetzt schlängel ich mich hier hoch. Und dann bin ich ganz oben und verpasse mir erstmal eine Übersicht. Jetzt geht es mit dem Wind wieder. Da unten, da hat es einen riesen Nachteil, dass es keinen Wind gehabt. Da warst du die ganze Zeit in der Sonne. Puh. Lichtschutzfaktor 50. Hoffentlich bringt es was. Oh, ich hoffe, ich erzähle nicht so viel.
Freunde. Ich hoffe, ihr konntet mich sehen. Ich habe jetzt mal den von Alex gesponserten ND-Filter drauf gemacht. Bei der Sonne. Ach, guck mal, wer da ist. Na ja, muss ich mal gucken, wer noch so rumkreucht. Servus. Jo. Und ja. Jetzt bin ich aus dem Tal raus. Geht ja auf jeden Fall wieder Luft hier oben. Habe jetzt meine Drohne fliegen lassen ein bisschen. Ich habe jetzt keine Einschränkungen gehabt. Über mir fliegen zwar die Flugzeuge vom Flughafen nach Palma. Aber Einschränkungen habe ich hier. DJI hat nichts gesagt. Ich habe auf der Karte nichts gefunden. Ist schon. Okay. Aber ist ja nicht so, dass ich hier durchmachen lasse. Also ich fliege da relativ. Oder nicht relativ bedacht, weil es liegt mir alles ferner, als jemanden anders zu gefährden, ohne Frage. Genau, jetzt bin ich am höchsten Punkt angekommen, also war ja oben am höchsten Punkt gewesen. Jetzt geht es wieder serpentinförmig nach unten. Sieht man jetzt im Hintergrund, sieht das? Genau, jetzt geht es wieder runter. Und ganz hinten an der Ecke, da steht hoffentlich noch mein Auto. Und ja, dann geht es weiter in Richtung Leuchtturm, also das Kap weiter rausfahren. Und da schaue ich mal. Wobei ich mir jetzt noch nicht wirklich sicher bin, halte ich da an, mache da eine große Rundwanderung oder fahre einfach hin auf den Parkplatz und gucke mich da ein bisschen um. Wahrscheinlich letzteres. Wir haben es jetzt 12:39 Uhr. Mal gucken. Mach Bauchgefühl. So, schon wieder ich. Ich schäme mich wieder viel zu oft, ich weiß. Ja, ich hatte meinen ganzen, jetzt gerade mal ein Stückchen Schatten gehabt. Das erste Mal auf dieser gesamten Tour. Na gut, bis auf den Wald da hinten. Aber da war auch richtig angenehm hier unter diesem großen Fels hier oben. Weil ich jetzt gerade am Parkplatz oder gleich am Parkplatz bin und hoffentlich noch mein Auto da steht. Was ist hier auf so einer Tour wichtig? Punkt 1. Lange Hosen. Lange Hosen, lange dünne Hosen. Ich werde mich auf jeden Fall mal umschauen, ob es was gibt. Weil das Gras ist relativ hoch. Wenn man Pech hat, schneidet das so ein. Das ist natürlich ungünstig. Da muss ich mich auf jeden Fall mal informieren. Gute, durchlüftete Hosen, die zumindest die Beine schützen. Das wäre auf jeden Fall was. Ansonsten Badhosen mitnehmen. Badhosen mitnehmen, ein bisschen Handtuch mitnehmen. Weil unten die Bucht, an der ich war, die ist ganz cool. Die ist wirklich ganz prima. Und mal gucken, ob ihr es seht. Ah, hier unten, da ist der nächste. Ey, sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht toll aus? Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie gesagt, es ist sehr angenehm von Temperaturen. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu kalt. Wie das Wasser ist, keine Ahnung. Genau. So, mal zum Auto und dann gibt es ein Fazit. Jo, vorhin gleich wieder vergessen. Dieses Fazit. Ja, die Tour. Die erste Tour, die ich hier gelaufen bin, ist mal locker abwechslungsreich, anspruchsvoll, hätte ich so nicht erwartet. Und ja, hat ein paar Lehren hinterlassen. Ne? Lehre Nummer 1, wie gesagt, lange Hosen. Lehre Nummer 2, Partysachen mitnehmen, auf jeden Fall. Und ja, sollte eigentlich schon gewesen sein. Und nicht überanstrengend, auf jeden Fall. Jetzt wollte ich gerade hier hinten, deswegen stehe ich hier ein bisschen entfernt, zu diesem Leuchtturm hinten am Kap. Und ich habe hier scheinbar die Zeit verpasst. Jetzt kommen alle hierher. Und da standen schon die Autos in Schlangen bis nach oben. Und da habe ich gesagt, nee, das tut es ja nicht an. Deswegen breche ich hier ab. Ich fahre jetzt mal wieder die Serpentinen ganz nach unten. Und schaue einfach mal, wo ich vielleicht eine ganz kleine Mini-Tour noch hinbekomme. Ansonsten lasse ich das heute auch sein. 5,5 Kilometer und so ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, ansonsten, falls euch die erste Tour gefallen hat, lasst ein Abo da, kommentiert bitte, ne, Daumen nach oben sowieso. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis bald, ciao.